Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIK, hat nach Informationen der Welt die SPD und die Union davor gewarnt, sich auf eine Anhebung der Einkommensteuer zu verständigen. Wer in diesen Zeiten über Steuererhöhungen auch nur nachdenkt, betreibt ein gefährliches Spiel, sagt DIK-Präsident Erik Schweizer zum Auftakt der Sondierungsgespräche der Parteien in Berlin. Schweizer fordert entgegen den in der Politik diskutierten Plänen Steuersenkungen auch für obere Einkommensgruppen. Dort sei eine Entlastung bitter nötig, so der DIK-Präsident. Denn die Steuerbelastung ist in den vergangenen Jahren deutlich schneller gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer haben sich seit 2010 sogar um 50% erhöht, sagt er. CDU, CSU und SPD haben in ihren Wahlprogrammen zwar versprochen, die Steuern zu senken. Allerdings sollen in erster Linie die Bezieher von geringen und mittleren Einkommen finanziell entlastet werden. Dazu ist geplant, die Steuertarife vor allem im Bereich des sogenannten Mittelstandsbauches zu senken. Dieser bezieht sich auf die Grenzsteuersätze, also die Steuerbelastung auf den nächsten verdienten Euro. Die SPD wünscht sich eine Gegenfinanzierung durch eine stärkere Belastung höherer Einkommen. Bei einem Jahreseinkommen ab rund 54.000 Euro beträgt der Steuersatz derzeit 42%, von 250.000 Euro im Jahr an liegt der Spitzensteuersatz bei 45%. Die oberen 5% der Steuerzahler tragen damit zum größten Teil der Einnahmen aus der Einkommensteuer bei. Das sind etwa 1,7 Millionen Einkommensbezieher mit einem Jahresgehalt zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Sie zahlen nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, rund 137 Milliarden Euro an Einkommensteuer. Das sind bezogen auf das aktuelle Jahr ca. 40% des Gesamtvolumens von 329 Milliarden Euro. Der DIK wehrt sich gegen eine Erhöhung der Spitzensteuersätze unter anderem mit dem Argument, die Steuereinnahmen würden ohnehin wie nie zuvor sprudeln. Habe der Staat im Jahr 2012 noch 600 Milliarden Euro an Steuern eingenommen, steigen sie nach Schätzungen der Bundesregierung bis 2022 auf fast 900 Milliarden Euro. Wenn die Politik jetzt die Steuerschraube noch anziehen will, statt sie zu lockern, wird sie überdrehen, glaubt der DIK-Präsident. Zumal das Problem des Staats nicht etwa sei, ausreichend Steuern einzunehmen, sondern die Planungsarbeit, um damit Projekte umzusetzen. Quelle: Picture Allianz Hans-Jürgen Wittel, Deutsche Presseagentur, Zentralbild, Deutsche Presseagentur. Bürger und Unternehmen würden ohnehin nicht nur absolut immer mehr Steuern zahlen, sondern auch im Verhältnis zu ihren Einkommen und Gewinnen. Seit 2010 ist das Bruttoinlandsprodukt um knapp 28% gewachsen, die Steuereinnahmen haben aber um etwa 35% zugelegt. Der Anstieg der Einnahmen in der Einkommensteuer habe sogar 50% betragen, argumentiert der DIK. Die Steuerquote gemessen am Bruttoinlandsprodukt sei im gleichen Zeitraum von 20,6 auf 22,6% gestiegen. Wenn eine Bundesregierung Luft für Steuerentlastungen habe, dann in der kommenden Legislaturperiode, glauben die Wirtschaftsvertreter. Demnach würde sich der finanzielle Spielraum insbesondere für höhere Investitionen in Infrastruktur und Bildung auf rund 75 Milliarden Euro belaufen.